Einen schönen guten Tag, mein Name ist Solchuck99 und ich zeige euch bei Warframe nämlich die Nightwave 2, ja, oder Nightwave Sendepause 2. Ja, Nightwave ist wieder zurück in eine Form von der Sendepause. Ja, das ist so der typische Lückenfüller, kann man sagen, bevor irgendein neue Inhalt oder so kommen, so nach dem Motto so, wir haben keine Idee, wir machen eben, wir schieben dann eine Sendepause ein, oder halt Beschäftigungstherapie nennt man das. Ja, dann zeige ich mal, was man so kriegt hier bei der Nightwave-Sendepause. So, dann fangen wir mal an. Als erstes kriegt man Sendepause 2 Cred 150 Mal, dann 2000 Endo, dann zwei Waffenslots, oh, sind immer gut zu gebrauchen, Endo genauso. Dann 200 Orokin-Dukaten, oh, diese Woche kommt ja der Void-Händler. Wie praktisch sowas. Dann Alos Flame Decoration, das ist halt die von der letzten Nightwave-Geschichte halt. Der Botschafter halt, man kann halt diese Laterne oder so bei seinem Raumschiff hinstellen. Dann 50 Sendepause, 2 Creds, dann 20.000 Kurve, auch nicht verkehrt. Dann den Wolfsgruß, das war zu der ersten Nightwave-Serie. Dann Orokin-Beschleuniger, dann Orokin-Reaktor, dann nochmal 50 Sendepause, Credit halt, dann nochmal 20.000 Kurve. Napalm-Granaten, die gab es auch zu der ersten Nightwave-Serie. Dann Booster, Erfahrung, wie viel? Wahrscheinlich eine 3-Tages-Booster, denke ich mal. Steht jetzt so nicht an. Dann Ephemera Eidolon, die gab es, jetzt bin ich an überlegen, ich glaube, die gab es zu der ersten Sendepause. Dann nochmal 50 Sendepause, 2 Creds, Exos Adapter, der irgendwann mal interessant wird, wenn die Exelon-Slots für die Waffen halt oder halt für das nächste Update, wenn die halt verfügbar werden. Aber sonst so, Uralter ist halt eine für den K-Drive, eine Skizze halt. Gab's auch schon, glaube ich. Ja, bin mir jetzt nicht sicher. Dann Lizetskin Atari. Muss man mal schauen. Sieht schon interessant aus. Jetzt bin ich dann überlegen, war schon der Skin da oder ist er neu gekommen? Bin mir da jetzt nicht so sicher. Dann Wilde Rage für die Grad Cutter. Diese Mod ist halt, ja, die ist halt da. Das ist so eine Mod, die ist nett. Ja, und nicht, ist nur eine Spielerei. Dann Sendepause, Cred 50 Stück wieder. Dann Former-Paket von 3 Formern. Dann Ayatane Skulptur Ananas-Statue. Ja, wenn man bei der täglichen keine bekommt, hat man hier die Chance. Dann nochmal 50 Sendepause, 2 Credits. Dann Arcana Antrieb. Boah, kann man gebrauchen, denke ich mal. Aura Former. Ja, kann man auch gebrauchen. Besonders für Warframes, die keinen vorgegebenen Aura-Slot haben. Ist interessant. Weil der macht, dann wird der Aura-Slot zu universal halt. Da kann jeder dann rein und man bekommt immer die doppelte Kapazität zugerechnet. Dann ein Warframe-Slot. Ist okay. Dann Saturn 6 Sandana. Ja, zu der ersten Nightwave-Serie. Dann ein Umbra-Former. Warum nicht? Und zu guter Letzt hat Rüstungspaket Saturn 6. Ja, die habe ich auch schon. Warum auch nicht? So, dann bin ich an Überlegen. Ja, Zeit ist ja noch da, was ich da für eine Aufgabe mache. Was nehme ich denn da? Attentat? Auch, warum nicht? Einsatzspezialist? Oh, da weiß ich jetzt nicht, was Sache ist halt. Ich mache erstmal die Attentatmission. Und, so, dann fangen wir mal an. Was für ein Attentat mache ich denn? Dreimal Attentat machen für die Aufgabe. Ich nehme jetzt einfach mal Venus halt und gut ist halt. War ziemlich simples. Und wenn auch mal Zeit ist, noch dann noch die tägliche machen. Mal schauen. Ja, Digital Extreme. Das ist halt einfach nur so.
Einfallslosigkeit, würde ich jetzt mal sagen, halt. So, Lückenfüller, klar, für die Leute, die damals das verpasst haben, ist das jetzt gut, dass die halt über diese Sendepause halt die Sachen kriegen können. Aber sonst, ja, für so Veteranen oder so, ist nichts Besonderes dabei. Warframe-Slots kann man immer gebrauchen. Ob jetzt alt oder neu, war schon. Former müsste ich. Okay. Achso. Ja, dann schnell mal nach vorne. So, schnell mal zum Attentat. Nickname Jackal. This is the same deadly quad robot, which has become extremely problematic for cells in the field. So. Ja, vielleicht mache ich auch drei unterschiedliche Attentate. For the Lotus. So. Do not dismiss the as just another Corpus Proxy. This will be any enemy you have faced yet. So, da ist der Schakal. Ja, das wird gleich schnell zu Ende gehen. Ah, das war ja voll daneben. Ich würde sagen, das war's und jetzt schnell zum Ausgang. They won't be blocking us anymore. Let's get out of here. So, dann hier entlang. Da entlang. Meine Güte. Zack. They won't be bothering us anymore. Let's get out of here. So, eins von drei Abenteuermissionen geschafft. Ah, glaube ich, mache mal eine andere Attentatmission. Dreimal dieselbe zu spielen wäre jetzt auch so ein bisschen zu eintönig. So. Würde ich mal, ach komm, mach ich mal Merkur. Einmal Captain Foy in den Hintern treten. Vorher war das der Jackal und jetzt Captain Foy.
direkt in so eine Anfängerlobby reingelandet, aber das macht ja nichts. Hoffe ich zumindest. Meinetwegen kann er hier sich, sag mal schnell. Vor's Reputation needs him. Taking him down will be a favor to the entire system. So, mal den Alarm ausmachen. Meine Güte, so viele Türen, wo man zwei Leute braucht. I'm detecting a large security force heading your way. It's the You're making this too easy. No. Another dead Tendo. Schnell zu Captain 4. Vor is feared across the system. Do not underestimate him. I see you. Ach ja, jetzt heißt es wahrscheinlich noch auf den noch warten. Meine Güte. Ne? Ah, ich glaube, das war doch eine schlechte Idee, bei Captain 4 zu bleiben. Oder auszuwählen. Ah, okay. Geht das Spaß los? Strike to the premier! Target spotted. Stay sharp. This one is a handful. No? Die! Premier! Attack! Oh, komm mal her. You will join us one way or another. Oh, das war Captain 4. They won't be bothering us anymore. Let's get out of here. Bräuchte man auch mal eine Überarbeitung. Ist jetzt meine Meinung, aber es sind einige alte Bosse, die eine kleine Überarbeitung benötigen, würde ich sagen. I will consider what I have learned from this skirmish. Das war Runde 2. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno.
So, pop, pop, pop. So, Gruppe verlassen. Da mache ich jetzt noch einen dritten Attentat. Ich denke mal Phobos. Ja, okay, mach ich meinen Zart schon mal. Ja, Vampir, geringe Schwerkraft. Ach, warum nicht? Mache ich die Albtraum-Variante. Ist ja bei den Sergeant ist das auch schnell hinrennen, abschießen, ab nach Hause. Find the VIP and take him down. Do not let the target escape. Corpus have tech weapons. We'll need to be careful. Keep moving. None of the scanners have detected you. So. Ach, das war daneben. So, das war der Sergeant. They won't be bothering us anymore. Let's get out of here. Oh, mal kurz den Alarm abstellen. Bei Börse mag ja irgendwie keiner, sonst bin ich hier nach da zurück. Und fertig. They won't be bothering us on anymore. It like let's get out of here. So. Ja, dann würde ich wohl langsam mal sagen. Ich würde nur langsam mal sagen, dann war es das auch fürs Erste. Ja. Halt, das ist so die Nightwave Sendepause 2, mehr so ein Lückenfüllerprogramm oder halt so, wie ich gerne sage, so Beschäftigungstherapie. Falls mal den Entwicklern mal nicht so was einfällt, so. So nach dem Motto, so, na, so, wir müssen irgendwas machen, Hauptsache irgendwas. Naja. Dann würde ich sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.